Jo, ich grüße euch zu einem neuen Part Pokémon Pearl. In diesem Part schauen wir uns an, was hier sich unter der Brücke befindet, unter dem Hartweg. Und zwar finden wir zunächst hier ein bisschen Gras. Oh, ich mag Gras. Oh, kann man gut rauchen. Und was für ein Pokémon taucht auf? Oh. Ein Ponyta. Gut, Ponyta ist ein Feuer-Pokémon. Sieht man sicherlich auch. Gut, ich greife es mal an mit einer Tackle-Attacke. Auch wenn es mir weh tut. Tut mir leid, Ponyta. Okay, es hat die Hälfte seiner KP verloren. Und jetzt schmeiße ich einen Pokéball. Und zwar... ja, einen Pokéball. Einen stinknormalen Pokéball. Jetzt zieh dich doch nicht. Bleib doch in dem Ball drin. Ich möchte mich noch nicht dazu äußern, ob wir einen Ponyta ins Team nehmen. Das, seht ihr dann später. Ich glaube, ich nehme ein schwächeres Pokémon, mit dem ich es noch weiter schwächen kann. Nämlich Haspiora. Ich wechsle mal mein Pokémon aus. Alles klar, ich greife es an mit der VM-Attacke Zerschneider. So, aber nur ganz sanft. Ganz sanft. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, jetzt greife es. Soll ich nochmal angreifen? Ne, ist mal ein bisschen zu riskant. Ich glaube, ich probiere es jetzt nochmal mit einem zweiten Pokéball. Eins, zwei, drei und... jawohl. Ponyta wurde gefangen. Alles klärchen. Ponyta, Feuerpferd. Feuer-Pokémon. Größe 1 Meter. Gewicht 30 Kilogramm. Seine Beine werden kräftig, da er hinter seinen Eltern herrennt. Er ist rennt den ganzen Tag umher. Gut, ich gebe es keinen Spitznamen. Oh, dafür habe ich jetzt keine Lust, sag ich mal. Gut, achso, ja, wir können jetzt das Itemradar einsetzen, genau. Itemradar, hier gibt es bestimmt ein paar versteckte Items. Und ich glaube, es lohnt sich, wenn wir die einsammeln werden. So, momentan sehe ich hier nichts angezeigt. Nein, leider nicht. Aber vielleicht finden wir ja noch ein paar Items. Und hier ist ein zum Beispiel eins, allerdings kein verstecktes Item, sondern als ein Ball. Ein Feuerheiler. Damit hätten wir jetzt eins unserer Pokémon heilen können, wenn das Ponyta unsere Pokémon verbrannt hätte. In der Hitze des Gefechts. Das ist natürlich gar nicht mal so unwahrscheinlich. Okay, ich sehe kein verstecktes Item. Nein, sieht schlecht aus. Ah, da ist eins, ich sehe eins. Und zwar... eins, zwei, drei... Achso, im letzten Part lief übrigens die Musik ein bisschen asynchron. Ich hoffe, in diesem Part ist es nicht so. Und wenn doch, dann muss ich meinen Camtasia mal wieder aktualisieren, denn ich benutze immer noch die alte Version. Ich glaube, inzwischen gibt es ja schon Camtasia 7 oder 8, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist meine Version ziemlich veraltet und wird nicht neu gepatcht, glaube ich. Das könnt ihr auch erklären, warum ja meine Software so schlecht ist in letzter Zeit. Ah, da ist was, oder? Ist da was? Nein, da ist nichts. Wir befinden uns jetzt unter der Brücke. Und hier ist noch ein, kein verstecktes Item, sondern ein gewöhnliches Item. Und noch ein Ponyta. Wollen wir uns tausende Ponytas in diesem Part fangen? Naja, gut, ich glaube, ich fange noch eins. Warum, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich? Ganz einfach so, weil ich später noch was mit dem Ponytas vorhabe. Und zwar was Spezielles. Alles klärchen, dann Zerschneider wieder. Ich schwäche es genauso wie das letzte.
Dieses Ponyta ist ein bisschen stärker als das andere. So, Zerschneider. Und nochmal Zerschneider. Gut, jetzt werde ich es austauschen. Und zwar benutze ich jetzt Frau Löwe. Oder so. Nee, Frau Löwe ist ein bisschen zu stark. Oder doch, doch. Komm, nimm mal Frau Löwe nochmal. Unser Luxio. Im letzten Part habe ich übrigens viel Luxtra gesagt. Aber Luxtra ist die letzte Entwicklung von Luxio. Da habe ich mich missverständlicherweise ausgedrückt. So, bitte nicht killen, bitte nicht killen. Ah, sehr schön. Und jetzt schmeiße ich einen weiteren Pokéball. Und ich hoffe, dieses Ponyta bleibt auch wie das letzte Ponyta im Ball. 1, 2, 3 und Gotcha! Gut, den Eintrag schauen wir uns ausnahmsweise mal nicht an, da wir ja schon einen Eintrag haben im Pokédex. Gut, ein Superschutz, der wird uns helfen, damit wir nicht von diesen wilden Pokémon genervt werden. Und hier ist ein Trainer. Und der blockiert meinen Weg. Oh nein. Hoppla, hast du mich erschreckt. Nun, lass uns kämpfen. Na gut, dann kämpfen wir. Tobias. Fetter, fetter Tobias. Okay, ein Onyx. Gestein und Boden. Wird mir leicht killen können mit einer Blubberattacke. Ich wechsle mein Pokémon zunächst aus. Und setze Waterloo ein. Denn die Schwäche von Onyx ist Wasser. Klammergriff! Ich kann mein Pokémon nicht mehr austauschen. Außerdem verliert es in jedem Zug jetzt ein bisschen KP. Ähnlich wie Gift, bloß mit der Ausnahme, dass Gift verschwindet. Quatsch, das Klammergriff verschwindet, meine ich. Gift verschwindet natürlich nicht. Okay. Hast du noch ein Pokémon? Ein weiteres Onyx? Gut, weiteres Frischfleisch für meinen Waterloo. Setz nochmal Blubber ein. Und One-Hit-Kill. So, ich hoffe, es gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Boah, 300 sind schon eine Menge. Deine Stärke bringt mich aus dem Konzept. Entschuldigung. Ah, jetzt muss ich um diesen Baum rumlaufen, weil dieser fette Tobi sich mir in den Weg steht. Ich hasse Tobias. Ach, kurz an alle, die Tobias heißen. Und da unten sind Bären. Warum ist mir das freundlich aufgefallen? Schnell einsammeln, bevor sie verschwinden. Bären können nämlich verschwinden, wenn sie nicht gegessen oder gegossen werden. Kennt man sicherlich auch in Real Life. Oh, komm, jetzt muss ich hier wieder so einen langen Weg laufen. So, jetzt auch hier. Was sind denn das für Bären? Fragierbären. Ich glaube, den Witz hatte ich schon einmal in einem meiner anderen LPs. Aber diese Frage stellen. Fragierbären, die stellen mir jetzt auf die Frage, was die bewirken. Okay, der wird zwar nicht witzig, gebe ich zu. Gut, was können denn die Fragierbären? Frage ich mich jetzt. Bären sind hier. Fragierbären. Eine Knurrsp-Zutat. Als Item tragen bewirkt die Bäre im Kampf die Selbstheilung eines Pokémons von Verbrennung. Ah, kurz gesagt, halt also Verbrennung. Gut, Verbrennung heilt man in der Regel ziemlich selten, also von daher sind die Bären nicht besonders häufig im Einsatz. Oh,
jetzt muss ich wieder um Tobi rumlaufen. Super. Noch ein Ponyta. Ach, ich mag Ponytas. So. Ich muss nicht gegen dieses Ponyta kämpfen. Komm, ich fliehe jetzt einfach mal und lasse dieses Ponyta in Frieden. So. Hier ist nichts. Genau, da waren wir auch schon. Mein Gott, mein Gedächtnis ist echt nicht mehr das Beste. Ich bin ja auch schon uralt. Moment mal. Da ist doch irgendwas. Moment. Hier, irgendwas hier. Aha, ich wusste es. Ein versteckter Eingang. Ah, verdammt, wir brauchen Blitz und Stärke. Super, und die haben wir beide nicht. Aber vielleicht tauchen hier trotzdem wilde Pokémon auf, wenn ich hier... Also Blitz haben wir ja, ne? Aber wir haben keine Stärke. Und das ist schlecht. Na, taucht hier vielleicht kein Pokémon auf? Komm schon, ich will, dass hier ein Pokémon auftaucht. Hallo! Hallo! Ein Pokémon soll auftauchen. Ich würde jetzt gerne gegen ein wildes Pokémon kämpfen, wenn es keine Umstände macht. Es will wohl keins auftauchen. Leider brauchen wir jetzt dafür, glaube ich, Stärke. Ja komm, so leicht gebe ich nicht auf. Moment, ich trinke. Ich habe gerade was getrunken. Schon, ich will, dass hier ein Pokémon auftaucht. Da muss doch eins auftauchen, oder? Oder auch nicht. Es taucht keins auf. Schade. Wir brauchen da wohl oder übel Stärke. Naja, gut. Dann schauen wir uns an, was sich hier verbirgt. Das ist hier der zweite Eingang der bizarren Höhle. Und jetzt bringe ich eins meiner Pokémon Blitz bei. Damit wir hier diese Höhle erhellen können. Enton kann Blitz? Ernsthaft? Das ist ja witzig. Wie wir Enton Blitz machen. Nimmt es irgendwelche Steine und haut die so aufeinander, damit sie so einen kleinen Funken erzeugen? Oder was macht Enton mit Blitz? Ich verstehe es nicht. Also gut, Enton benutzt Blitz. So. Hier brauchen wir Zertrümmerer, haben wir zum Glück alles dabei. Und hier ist ein Trainer. Und ein wildes Pokémon. Ein Zubat, super. Das typische Höhlen-Pokémon. So, Funkensprung. Ja, das ist ein One-Hit-Kill, wird. Muss ich glaube ich nicht erwähnen, oder? Warum kämpfe ich überhaupt gegen diese Zubat? Ich meine, na super, hier geht es nicht weiter, aber hier muss es doch was geben. Irgendein Item oder sowas. Ah ja, das zeigt mir ein Item an. Aber ich glaube, da komme ich nicht ran, denn es ist auf der anderen Seite links von den Steinen und da komme ich nicht hin. Fürs Erste. Gut, da oben geht es in zwei Richtungen. Ein Kleinstein. Gut, ich kann mit Frau Löwe nicht gegen dieses Kleinstein kämpfen und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt keine Lust zu wechseln. Das heißt, ich fliehe. Ich könnte hier eigentlich einen Schutz benutzen. Denn diese Pokémon sind nicht besonders interessant, die hier auftauchen. Also, ich benutze jetzt einen Superschutz. Denn das hält Pokémon davon ab, dass sie mich angreifen. Ah ja, hier ist ein verstecktes Item. Und zwar hier, glaube ich, oder? Ach, sehr schön. Okay, ich dachte es gerade, es wäre auf der anderen Seite. War es zum Glück aber nicht. Gut, noch ein verstecktes Item hier irgendwo? Nein.
Also die bizarre Höhle, die muss man nicht erforschen. Die dient dazu, dass man gegen ein paar Trainer kämpft und sich ein paar Items einsackt. Und es gibt hier auch ein Pokémon, das man hier fangen kann. Und auch eins dieser Pokémon möchte ich in mein Team aufnehmen. Allerdings findet man dieses Pokémon in der zweiten Höhle und nicht hier. Weshalb ich mich jetzt vorhin so geärgert habe, dass keine Pokémon auftauchen. Nee, kein verstecktes Item, schade. Oh Gott, diese Höhle, die ist ziemlich verwirrend. Aus dem Grund, weil es hier viele Verzweigungen gibt. Und man kann sich hier auch ziemlich leicht verlaufen. So, hier vielleicht irgendwas? Nee, kein verstecktes Item, schade. Doppelkampf. Sieh nur, ein Trainer hat sich in der bizarren Höhle verlaufen. Durch das Herumwandern wurde ich hungrig und aß einige wilde Pilze. Jetzt muss ich unlästig aufstoßen. Okay, ich habe gerade versucht zu rülpsen. Moment. Ups. Okay, ein Wanderer hat zwei Pokémon und der andere hat nur ein Pokémon. Sollte ein leichter Doppelkampf werden. Verdammt, Gesteins-Pokémon. Na gut, aber mein Pliperin müsste es mit einer Blubber-Attacke beide Pokémon one-hitten können. Also gut, ich tausche mein Luxio erstmal aus und benutze. Was benutze ich denn? Kampfeike. Und dann benutzt mein Pliprin Blubber auf beide Gegner. Und das müsste auch beide One-Hitten, da die Attacke vierfach stark ist. Gut, das Onyx stirbt zuerst. Und dann ist Kleinstein. Aber ganz wie ich es vermutet habe, ein doppelter One-Hit-Kill. Sieht man auch nicht alle Tage. Und Level Up für Waterloo, Level 24. Und Waterloo lernt eine neue Attacke, den Blubstrahl. Eine verbesserte Version der Blubber-Attacke, würde ich sagen. Das heißt, ich verlerne den Blubber. So, Blubber ist ungefähr ja fast dreimal so stark wie Blubstrahl ist dreimal so stark wie Blubber. Blubber zieht nur 20 KP ab, also 20 Stärke, und Blubstrahl hat eine Stärke von 65. Und Kampfeike gelernt Wirbelwind. Das klingt interessant, Wirbelwind. Damit könnte man einige Kombinationen machen. Aber ich glaube, Wirbelwind ist doch jetzt gerade unangebracht. Das heißt, ich bringe ihnen die Attacke nicht bei. Wirbelwind kann man gut mit der Attacke Staler kombinieren oder mit Giftspitzen. Aber ich glaube kaum, dass eins unserer Pokémon Giftspitzen oder Staler beherrschen wird. So, Flügelschlag auf Macholo, und das müsste eigentlich schon gewesen sein. Dann noch Schnabel auf Macholo, ja. Alles klar, das war ein glatter One mit Kill an drei Gegnern. Ich bin von meinem Schlachtplan abgewichen. Hix, Rülps, ich glaube, es wird mir schon besser. Ja. So, hier ist ein verstecktes Item. Von vorhin weiß ich das noch. Hier ist es nicht, aber hier? Nein, auch nicht, auch nicht. Moment, Itemradar, was zeigst du an? Ach, hier, okay. Ein Supertrank.
Gut, wir haben immer noch den Schutz aktiv. Das heißt, es tauchen immer noch keine Pokémon auf. Also weiterhin tauchen keine Pokémon auf. Und hier ist ein weiterer Doppelkampf. Weine nicht, kleines Pokémon. Bald wird alles wieder gut. Ich werde mich um dich kümmern. Bist du zum Spielen gekommen? Wollen wir Pokémon-Kampf spielen? Na gerne. Okay, eine Trainer hat, also die Trainerin, glaube ich, hat drei Pokémon und der Trainer hat ein Pokémon. Kann auch umgekehrt sein, aber das spielt, glaube ich, für den Kampf keine Rolle. Ein Bidiza und ein Haspiroar. Haspiroar hat Level 17 und Bidiza Level 13, das heißt, Haspiroar wird wohl das eine Pokémon sein. Von diesem Trainer, der nur ein Pokémon benutzt, und das Bidiza von dem Trainer, der drei benutzt. Gut, ich werde zunächst auf das Haspiroar losgehen, denn dann haben wir den Vorteil, dass wir nur gegen ein Pokémon jeweils kämpfen müssen. Mit zwei unserer Pokémon. Ist zwar ein bisschen unfair, aber egal. Alles klar, den stärkeren Gegner Haspiroar hätten wir erledigt. Jetzt müssen wir jeweils nur noch gegen ein Pokémon kämpfen. Und das mit zwei unserer Pokémon. Was die Sache für uns erleichtert. Gut, Frau Löwe benutzt Funkensprung und Waterloo benutzt Blubstrahl. Die neue Attacke. Gut, jetzt geht die andere Attacke von unserem Luxio daneben. Habe ich vorhin wieder Luxtra gesagt? Ich glaube schon. Ein Griffel! Ein Pokémon, das sich zu Ambidiffel entwickelt, wenn es die Attacke Doppelhieb beherrscht und ein Level-Up bekommt. Okay, Metallklaue und die andere Attacke war Funkensprung. Okay, und was ist dein letztes? Also nach dem Griff hatte ich echt Hoffnungen, aber jetzt wo ich das Zubat sehe, ist die Hoffnung wieder weg. Gut, Funkensprung und Blubstrahl auf Zubat. Gut, wie viele Erfahrungspunkte gibt das für beide Pokémon? Jeweils 40. Oh, 40 für Ding, für Frau Löwe und 120 für Waterloo. Anscheinend trägt Waterloo den Erfahrungspunkteteiler. Gut, hier ist wieder ein Zertrümmerfels. Hoffentlich taucht jetzt kein Pokémon auf. Nein, okay. Itemradar zeigt mir gerade nichts an. UTM 32 Doppelteam. Ich glaube, die steht auch im Moveset von eines unserer Pokémon drin. Ich schaue später nach. Jetzt bin ich gerade in einer verzwickten Situation, da ich nachdenken muss, wo ich laufe. Weil ich mich andernfalls verlaufen könnte. Und das wäre nicht gut. Gut, hier rechts, glaube ich, waren wir noch nicht. Denn hier ist noch ein zertrümmerter Fels. Es kann auch sein, dass die respawnen, die Felsen, ist ja auch schon mal passiert in der Höhle von Erzelingen. Ein Bronzel! Gut, Bronzel ist ein gutes Pokémon, wird zu Bronzong. Und Bronzel ist auch noch besser, wenn es die Fähigkeit Schwebe hat. Ich werde es mal schwächen und einfangen. Oh, perfekt geschwächt.
Damit lässt sich das jetzt perfekt einfangen. Ich hoffe nur, es hat die Fähigkeit Schwebe. Und wenn nicht, dann habe ich vielleicht eine Attacke Schwebe. Habe ich vielleicht eine Bodenattacke, um zu überprüfen, ob es die Fähigkeit Schwebe hat. Ne, ich habe keine Bodenattacke. Ich fange es mal ein, und zwar mit einem Finsterball. Denn diese Höhle ist, wie man sieht, dunkel. Okay, Bronzel wurde gefangen. Und ich hoffe, du hast die Fähigkeit Schwebe. Bronzel. Bronze. Stahlpsycho. Größe 0,5 Meter, Gewicht 60,5 Kilogramm. Man hat Röntgenaufnahmen gemacht, um die Körperstruktur dieses Pokémons zu untersuchen, ohne Ergebnis. Gut, ich hoffe, du hast Schwebe, ansonsten muss ich dich nochmal benennen. Und zwar nenne ich dieses Bronze, da es später zu einem Glocken-Pokémon wird. Ganz einfach Petersdom. Gut, was, haben wir das Pokémon dabei? Nein, wir müssen uns später überlaschen lassen. Und wenn es nicht die Fähigkeit Schwebe hat, dann muss ich mir noch eins fangen. Das mache ich allerdings dann offscreen, weil ich glaube, das ist dann ein bisschen nervig, wenn ich nochmal dasselbe Pokémon fangen muss. Dieser Fell scheint zerbrechlich. Möchtest du das immer benutzen? Natürlich. Und hier sind weitere Trainer. Und noch ein Bronze. Soll ich vielleicht einen ganzen Satz an Bronze fangen, damit ich damit ich später nicht nochmal rein muss? Ich glaube, ich fange mir gleich einen ganzen Satz von Bronze. Und dann kann ich mir eins heraussuchen, was die Fähigkeit Schwebe dann hat. Genau, Bissattacke! Dieses Bronze kann Konfusstrahl. Also gut, soll ich gleich einen Pokéball schmeißen oder soll ich es noch weiter schwächen? Ich glaube, ich schwäche es noch weiter. Und zwar mit einer Flugattacke, die ist nicht effektiv, daher müsste es nicht so viel abziehen. Ich benutze Kampffalke. Das senkt seinen Angriff. Bronze greift zwar mit Spezialangriff an, aber ist auch gut, wenn der Angriff gesenkt wird. So, Ruckzuckhieb ist eine unserer schwächeren Angriffsattacken. Müsste ihm quasi nur die Hälfte jetzt abziehen, jawohl. Konfusion, eine Spezialattacke. Eine typische Spezialattacke. Und Pokéball. Eins, zwei, drei und Gotcha. Ich glaube, ich werde jetzt ein paar Bronzel fangen, wenn ich sie begegne. Also, dieses Pokémon nenne ich auch Petersdom. Einfach mal so. Petersdom. Oh, nicht Don, sondern Dom. Petersdom. Scheiße, Pesasdom. Scheiße, schon wieder einen Fehler gemacht. Gut, hier ist ein Doppelkampf. Jedes gute Picknick benötigt einen passenden Ort, gutes Essen und einen guten Kampf. Weiser Spruch. Du hast dich auch verlaufen, nicht? Das ist doch unwichtig. Lass uns gegeneinander antreten. Wenn es denn sein muss. Aber verlaufen habe ich mich, glaube ich, noch nicht. Ein Mediti. Und ein Boy. Bommelin. Bommelin ist die Entwicklung. Gut, das Bommelin kann ich mit einer Elektroattacke killen und das Medizin mit einer Flugattacke. Allerdings muss ich mein Pokémon zuerst austauschen. Und zwar werde ich jetzt Plieprin austauschen und Kampffalken benutzen. So.
So, der Kampffalke senkt auch gleich den Angriffswert. Das ist gut für das gegnerische Mediti. Der Mediti kann vielleicht mit einer Angriffsattacke angreifen, da es ja auch ein Kampf-Pokémon ist. Gut, das Bäumelin hätten wir schon mal beseitigt vom Feld. Und mit was greift Mediti an? Konfusion, ein Spezialangriff. Nicht verwirren. Okay. Das zweite ist ein Shinox. Ach schön. Okay, Frau Löwe, bekämpfe mal gleich deine Vorentwicklung. Mit einer Bissattacke und Flügelschlag auf Mediti. Bekommt in der sechsten Generation eine Mega-Entwicklung hinzu. Und Level Up für Waterloo. Gut, ich glaube, dieser Part wird ein bisschen länger als der letzte. Denn diese Höhle ist ein bisschen größer. Aber ich glaube, das schadet euch nicht, wenn dieser Part ein bisschen länger wird. Ich hoffe nur, dass der Part nicht mehr unsynchron wird. Ansonsten, ja, muss ich die Musik wahrscheinlich rausschneiden. Ich kann stattdessen eine andere Musik einfügen. Ein Kleinstein. Nicht der Rede wert, ich fliehe einfach. Ah, wobei, wir sind kurz vom Level ab. Ich glaube, da bekämpfe ich dieses Kleinstein noch. Die Bissattacke ist ja zum Glück eine Unlichtattacke. Und daher normal stark. Steinpolitur, eine Attacke, die die Initiative eines Gesteins-Pokémons erhöht. Das ist eine gute Attacke für Gesteins-Pokémon, denn Gesteins-Pokémon haben meistens nicht eine besonders hohe Initiative. Und diese Attacke hilft den Gesteins-Pokémon, schneller zu werden. Ah, kurz vorm Level-Up, kurz vorm Level-Up. Ein Pokémon-Kampf und dann hat unser Luxio Level irgendwas. Oh. Ein verstecktes Item hier in diesem Felsen. Ein Feuerheiler. Was macht da ein Feuerheiler da drin? In einem Stein. In einer Höhle. Das macht keinen Sinn. Ah, muss ich nicht verstehen. Gut, verdammt. Jetzt habe ich mich verlaufen, glaube ich. Ich weiß den Weg jetzt nicht mehr so genau. Hier ist ein Zertrümmerfelsen. Kann zwar sein, dass wir schon hier waren. Aber ich zertrümmere ihn jetzt einfach mal. So, ich glaube, hier geht's zurück. Hier geht's, glaube ich, zurück. Das heißt, ich gehe hier jetzt wieder nach Norden. Hier in diese Richtung, glaube ich. Na, verdammt, Sackgasse. Ein verstecktes Item hier vielleicht? Nee, nichts in Nada. Hier nichts verstecktes Item sein. Spielen habe mich verarscht. So, hier verstecktes Item sein, eventuell. Nein. Ah, scheiße, ein wildes Pokémon greift an. Es ist ein Zubat. Ja, wir sind kurz vor dem Level-Up, das heißt, ich bekämpfe dieses Zubat mal. Eine neue Regel. Scheiße, ich habe Brille benutzt. Ich habe mich vertippt. Okay, auch eine Möglichkeit, einen Kampf zu beenden. Scheiße. Eine neue Regel. Wenn man kurz vom Level-Up ist, sollte man auch gegen wilde Pokémon kämpfen. Noch ein Bronzel. Ich glaube, dieses Bronzel fange ich noch und dann ist auch gut. Dann besteht, glaube ich, eine große Chance, dass ich eins habe, das die Fähigkeit Schwebe hat. So, Frau Löwe benutzt Bissattacke. Nicht verwirren, nicht verwirren. Ich hasse Verwirrung. Danke. So, nochmal Biss. Ich hoffe, das ist kein Volltreffer. Ansonsten wird das Bronzel gekillt. Jawohl, perfekt geschwächt. Ha, es schreckt sogar zurück. Zum ersten Mal schreckt ein Pokémon durch Biss zurück. So, der Pokéball. Eins, zwei, drei und Gotcha.
Und ich gebe ihnen nochmal den Spitznamen Petersdom. Die anderen Pokémon werde ich einfach freilassen. Nicht Dom, sondern Petersdom. P-E. Peter. Dom. Habe ich es richtig geschrieben? Ja. Gut, hier waren wir hier schon. Dieser Ort kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Und hier waren wir hier schon. Oh Gott. Es ist alles so verwirrend hier. So bizarr. Und noch ein Bronze. Ah, wir sind kurz vom Level Up, das heißt, ich bekämpfe dieses Bronze. Ich werde es dieses Mal nicht fangen, denn drei reichen, glaube ich, schon. Da besteht, glaube ich, eine hohe Chance, dass wir eins haben, was die Fähigkeit Schwebe hat. Bitte schreck nochmal zurück. Okay, dann eben nicht. Auch egal, du wirst jetzt sowieso gekillt. So, es gibt Level Up, Level 24 für Luxio. Lernst du eine neue Attacke? Nein, leider nicht. Schade. Gut, hier fahren wir noch nicht. Jetzt wird es langsam mysteriös. Ha! Noch zwei Trainer! Du hast dich verlaufen, oder? Besiegst du mich, zeige ich dir den Weg. Ach, das ist aber freundlich von dir. Wo bin ich? Habe ich mich verlaufen? Wer bist du? Bist du ein Trainer? Nein. Ich bin ein legendäres Pokémon, was dich auffressen wird. Panikon. Panikon und Shaloko. Die zwei Entwicklungen aus Wompel, die nicht angreifen können. Das sind so leichte Gegner. Unglaublich. Frau Löwe wird ausgetauscht. Kampfwolke und Waterloo benutzt. Blubstrahl. Blubstrahl ist ein Nachteil im Vergleich zu Blubber. Und zwar hat Blubber ja beide Gegner getroffen. Blubstrahl trifft jedoch nur einen Gegner. Und ich greife mit diesem Blubstrahl jetzt Panikon an. Und Shaloko lasse ich noch am Leben. Fürs Erste. Das war FIFA Pokémon Nummer 1. Wie sind die überhaupt so weit gekommen mit ihren Shalokos und Panikons? Ich meine, die können mit den Pokémon nicht einmal angreifen. Sie können mit ihren Pokémon angreifen. Verdammt. Oh, Pudox, das erklärt so manches. Pudox ist die Entwicklung aus Panikon. Gut, Flügelschlag auf Pudox und Blubstrahl auf Shaloko. Gut, die eine Trainerin hätten wir schon erledigt, oder kann auch sein, dass es ein Trainer war, ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Und das Shaloko geht als nächstes flöten. Ich melde ihn nämlich an einem Flötenverein an. Und das ist die Entwicklung von Shaloko Papinella. Flügelschlag und, falls es überleben sollte, Blubstrahl. Ich finde es hier auch gut, dass hier so schwache Gegner sind, weil wir hier in einer Höhle sind und man fast keine Möglichkeit hat, seine Pokémon zu heilen, außer mit Items. Andererseits wäre es natürlich interessanter, wenn die Trainer ein bisschen stärker werden. Ein Sonderbonbon. Gut, gibt es hier ein Item, ein verstecktes oder sowas? Nein, leider nicht, schade. Gut, das war auch der nördlichste Bereich von dieser Höhle hier. Waren wir hier schon? Ich bin mir nicht sicher.
Achso, da kommen wir her. Und wie ist es hier? Waren wir hier unten schon? Ah, ich kenne mich hier nicht aus. Ah, nerviges Tubat. Komm, hau ab. Geh dich erhängen oder sonst irgendeine Suizidscheiße. So. Gut, waren wir hier schon? Oh Gott, alles so verwirrend, ich kenne mich hier nicht aus. Hier waren wir schon, verdammt. Gut, da waren wir auch schon. Das sind zwei Fettsäcke, die sich unterhalten über Burger Kings und McDonalds, was von beiden Restaurants besser ist. Ich tendiere zu Burger King. McDonalds sind mir die Mitarbeiter ein bisschen zu unfreundlich. Die scheint nicht zu sein. Ich glaube, wir haben diese Höhle erforscht, aber ich könnte schwören, dass es hier noch ein Mädchen gibt, was den Ausgang sucht und uns dann belohnt, glaube ich, wenn wir ihr den Ausgang zeigen. Oder ist es nur in der Platin-Edition so? Ich bin mir nicht sicher. Ah, tschüss. Hier lang, hier ist nichts. Hier ist nichts, nada. Hier sind nur leere Gänge. Hier waren wir auch schon. Und hier ist der Ausgang. Aber was ist hier? Achso, da ist der zweite Eingang. Hier drüben können wir unser fünftes Team-Pokémon fangen. Achso, ich werde übrigens Bronzel ins Team nehmen, ne? Habe ich glaube ich schon erwähnt. Das heißt, wir haben jetzt dann... Oh, gerade mal vier Pokémon. Das eine, das müssen wir in der Höhle fangen und das andere finden wir erst später. Ich glaube, ich irre hier noch ein bisschen weiter rum und wenn ich das Mädchen nicht finden sollte, dann kann es sein, dass es dieses Mädchen nur in der Platin-Edition gibt. Aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass es nur in der Platin-Edition dieses Mädchen gibt. Das kann gar nicht sein. Oh, verdammt, ich fühle mich hier wie bei Grylls im Dschungel. Man läuft im Kreis. Ich heiße Begriff und heute befinde ich mich hier in dieser bizarren Höhle. Diese bizarre Höhle stellt die größte Herausforderung dar, die ich bis jetzt hatte. Verwirrende Gänge, wilde Pokémon, blutsaugende Zubats. Das wird ein hartes Abenteuer. Abenteuer. War ich hier schon? Ich weiß es nicht. Oh Gott, hier war ich noch nicht. Jesus Christus. Nein, blutsaugendes Zubat. Ich muss abhauen. Ich mag keine Blutsauger. Hau ab, na los. Oder dann, wenn du nicht abhauen willst, dann hau ich ab. Mach's gut, Zubat. So, hier unten, oh Gott. Ich mag diese Höhle nicht. Die ist so verwirrend, so komplex. Aber immerhin wird der Part ein bisschen lang. Wäre ich jetzt ein geldgeiler YouTuber, würde ich diesen Part in drei Parts zusammenschneiden oder zerteilen. Und dann Werbung davor machen. Aber ich mache sowas nicht. Du siehst aus, als hättest du genau das Pokémon, das ich suche. In Höhlen und Tunnel findest du zweierlei auf jeden Fall. Was? Ah, verdammt, übersprungen. Ruin-Maniacs, habe ich irgendwas gelesen. Oh Gott, so viele Pokémon. Bitte nicht. Nebulak. Nebulak und Kleinstein. Gut, Nebulak ist ein Geist-Pokémon. Das
das erste, was wir in diesem Let's Play begegnen. Glaube ich zumindest. So, Funkensprung auf Nebulak und Blobstrahl. Na komm, benutze ich mal Metallklaue auf Kleinstein. Ach, ich hätte doch Blobstrahl benutzen sollen. Egal. Gut, Nebulak ist tot. Ach warte, es ist ja schon tot. Nein! Ah, mein Luxio! Eine Bodenattacke! Das ist sehr effektiv! Und noch ein Nebulak. Sie mag wohl Geister. Hat wohl ihre Pokémon alle umgebracht. Um Geister-Pokémon zu erhalten. Mann, das ist eine krasse Creepypasta. Die Trainerin, die alle ihre Pokémon getötet hat. Weil sie sich nicht getraut hat, in den Pokémon-Turm von Lavandia zu gehen, hat sie sich ihre eigenen Pokémon zu Tode erdolcht. Und so bekam sie mehrere Nebulaks, die sie jetzt nun in der bizarren Höhle bei sich trägt. Seit dem Tage läuft sie jeden... Was für ein Tag haben wir heute? Dienstag. Dienstag nachts herum und begegnet... Pokémon-Trainer, die sie herausfordert mit ihren Kampf, mit ihren Geist-Pokémon. Genau. Ah, sie mag echt Geist-Pokémon. Verdammt. Kann diese Creepypasta vielleicht wahr sein? Hat diese Trainerin tatsächlich ihr Pokémon umgebracht? Oder ist gar diese Trainerin vielleicht eine tote Person? Wir werden es nie erfahren. Zunächst benutze ich Funkensprung auf Bronzel. Und danach benutze ich Blubstrahl auf Nebulak. Und dann ist diese Trainerin besiegt. Ach, die Creepypasta-Trainerin Magnus hätten wir erledigt. Magnus ist, klingt so norwegisch. Ist, glaube ich, ein norwegischer Name oder sowas. Irgendein skandinavischer Name halt. Ha, paralysiert. Du bist eh nicht gerade der schnellste Bronzel, jetzt bist du auch noch paralysiert. Och nee, Hypnose, mein Pokémon pennt jetzt eine Runde. Muss das sein? Kannst du deine Mittagsschläfe nicht später machen? Komm, Funkensprung und Lubschrei. Okay. Leider kein Level-Up für unsere Pokémon. Du hättest nicht ein Pokémon, das ich wollte. Du bist kein Sammler. Deine unglaubliche Stärke rätselhaft. Was? Ich dachte, eine davon wäre eine Trainerin. Oh, verdammt, diese keine Trainerin. Da ist gar keine Trainerin. Verdammt. Aber warum hat er gerade ein weibliches Pokémon benutzt? Hm, er mag wohl weibliche Nebulaks. Oh, warum musst du schlafen, Frau Löwe? Frau Löwe hält ihr Mittagsschläfchen. Stört sie nicht. Komm, ich benutze jetzt diesen Kampf, um meinen Pokémon aufzuwecken. Jetzt bist du auch noch verwirrt. Du schläfst und bist verwirrt. Macht Sinn. Wach endlich auf. Es gibt Essen. Jetzt komm schon, Luxio, wach auf. Metallklaue, Metallklaue, ich meine Flinkklaue im Schlaf benutzen, okay. Mein Pokémon ist bereits verwirrt. So, jetzt musst du aber aufwachen. Okay, ich gebe dir noch eine Chance. Wach auf! Ja, also, geht doch. Nein, du bist verwirrt! Nicht selbst verletzen, nicht selbst verletzen, danke. Gut, und jetzt fliehe ich aus dem Kampf. Ich wollte mein Pokémon nur aufwecken lassen. Mir auch nicht. Okay. Gut, versteckte Items. Schätze! Ein Minipilz. Hä? Minipilze wachsen in Höhlen? Ja, stimmt, kann sein. Ja, ist vielleicht so an den Wänden oder sowas.
ein weiteres Bronzel. Mann, das wird ein sehr langer Pokémon-Part. Hatten wir auch lange nicht mehr gehabt. Der längste Pokémon-Part, den ich hatte, das war, da sind wir in Höhen herumgesurft und haben alle Surfstellen uns angeschaut. Der Part hat, glaube ich, 1 Stunde und 45 Minuten gedauert. Aber soweit wird dieser Part nicht werden. Hoffe ich. Zumindest. Versteckte Items! Verdammt. Ah ja, da ist ja dieses Mädchen. Ich wusste es. So. Ich bin, keine Ahnung, ich wollte Pokémon fangen und habe mich verirrt. Ich habe Angst. Bitte, bitte bring mich zum Ausgang. Kevin begleitet Orisa. Ich werde meine Pokémon immer bei guter Gesundheit halten. Oder deinen Pokémon, was auch immer. Gut, jetzt können wir unsere Pokémon immer wieder heilen, da sie unsere Pokémon heilt. Sehr gut. Eigentlich, ne? Dadurch kann man seinen Pokémon gut trainieren. Ähnlich auch wie im Ewigwald. So, wo ist denn jetzt der Ausgang? Ich glaube, hier geht's lang. Genau, dann ging's hier runter, dann nach links. Dann nach oben. Ah, soweit so gut. Dann geht's, glaube ich, hier, glaube ich, lang. Nein, verdammt. Okay, wir müssen weiter nach Norden. Immer weiter nach Norden. So, dann hier nach Süden. Durch die ganze Höhle müssen wir jetzt laufen. Oh Gott. Aber es ist bis jetzt noch kein Pokémon aufgetaucht. Was für ein Wunder. Sie haben wohl Angst vor dieser Person, die mich gerade verfolgt. Na, verdammt. Verdammter Stein. Stell dich mir nicht in den Weg. So, hier ist der Ausgang. Wir sind kein Pokémon begegnet. Lustig. Oh, da ist ja der Ausgang. Ich will stärker werden, nachdem ich nicht mehr so ein Hasenfuß bin. Kevin, mach's gut und vielen Dank. Na, rempelt mich da einfach weg. Unglaublich. Was für eine unfreundliche Person. Okay, ich glaube, wir haben diese Höhle weitgehend erforscht. Inzwischen ist es abends geworden, 18.05 Uhr. Und jetzt gehen wir zurück ins Pokémon Center und schauen uns unsere Bronzel an. Und eins davon werden wir ins Team nehmen. Nämlich das mit der Fähigkeit Schwebe. Noch ein Ponyta! Na komm, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich mag Ponytas, wie gesagt. Mach's gut. Wir sehen uns. So, warum laufe ich überhaupt durchs Gras? So, so viel leichter, wenn man nicht durchs Gras läuft. Dann tauchen keine Pokémon auf. Halt, Moment, Moment. Ich sehe da was. Ich sehe da was. Ich sehe da was. Ich sehe da was. Ich habe da gerade was gesehen. Mann, wie fies. Sowas hätte ich jetzt echt nicht bemerkt. Und was ich gesehen habe, das seht ihr gleich, nachdem ich dieses Ponyta verschone. Oder verschont habe, so. Nämlich hier, ne, da ist ein Zerschneiderbusch, sieht man kaum. Hoffentlich gibt es da ein verstecktes Item. So. Ein Hyperheiler. Ha. Ja, da braucht man ein gutes Auge, um dieses zu sehen, ne? Um diesen Punkt zu sehen. Okay. Gut, das war's für die bizarre Höhle. Warum benutze ich mein Fahrrad eigentlich nicht? Das ist doch viel besser, viel angenehmer. Gut, jetzt gehen wir zurück ins Pokémon Center von Erzelingen. Unsere Pokémon müssen wir nicht heilen, da uns die unfreundliche Person die Pokémon geheilt hat. Halt, nein, nicht ablegen, sondern Pokémon bewegen, bewegen, bewegen. Ich gehe immer auf bewegen, weil es viel komfortabler ist. Hier sind unsere 2 Ponytas und unsere 3 Bronzel.
Gut, Fähigkeit. Schwebe, Hitzeschutz. Okay, dann ist das Pokémon, was wir ins Team nehmen. Und die anderen zwei lasse ich frei. Denn diese Pokémon haben Hitzeschutz. Was macht Hitzeschutz eigentlich? Senkt die Kraft von Feuerattacken. Das ist gut, weil Bronze schwach gegen Feuerattacken ist. Aber mit der Fähigkeit Schwebe kann man die Schwäche von dem Bodentyp komplett negieren. Und das ist viel besser als nur eine Schwäche zu schwächen, sag ich mal. Das heißt, okay, dieses Pokémon, das nehme ich mir ins Team. Ich muss es mir markieren. Ah! Nee. So, es trägt den gefangen mit dem Finsterball. So kann ich es mir leicht merken. Gut, ich werde Anton in die Box zurücklegen. Und die anderen zwei, die lasse ich frei. Pesasdom. Oh Gott. Lassen. Okay, die anderen zwei Ponitas, die behalte ich noch. Meditier könnte ich eigentlich anstelle von Macholle mitnehmen, denn der Meditier kann vielleicht eine Blitzattacke vielleicht noch lernen, aber allerdings haben wir die TM nicht mehr für Blitz. Weshalb wir dieses Enton jetzt immer benutzen müssen für Blitz. Lustig. Ich glaube, ich mache mir jetzt eine extra Box. Und benenne die VM-Pokémon, genau. PKMN. Genau, da kommen jetzt die ganzen Pokémon rein, die VMs haben. Lionel Messi. So, die zwei Ponytas, die brauchen wir später vielleicht noch. Oder, beziehungsweise nur ein Ponyta brauchen wir später. Das andere habe ich einfach mal so aus Jux gefangen. Okay, gut. Dann schauen wir unser Team an. Also, unser Team besteht aus Frau Löwe, Waterloo, Kampfreik und Petersdom. Petersdom müssen wir noch trainieren, da ist Geschwächt eigentlich nicht, aber es ist halt momentan nicht gerade das Pokémon mit dem höchsten Level. Ich gebe das Pokémon auch einen Erfahrungspunkt-Teil, damit es aufholen kann mit dem Leveln. So, momentan trägt unser Starter den Erfahrungspunkteteiler. Und unsere Pokémon wurden nicht geheilt. Verdammt, die hat nicht einmal unsere Pokémon geheilt. Was für eine unfreundliche Person ist das? Naja. Gut, dann heilen wir schnell unsere Pokémon. Dim. Okay. Gut, und was ich im nächsten Part machen will, ist ganz einfach. Wir werden jetzt im nächsten Part uns einige Stellen anschauen, wo wir den Zerschneider oder unser Fahrrad brauchen. Und die erste Stelle, die befindet sich hier in dieser Höhle. Ja, verdammt, wildes Pokémon nervt mich hier. Unglaublich. Ein Zubat. Super. Naja, gut, ist ungefähr auf demselben Level wie unser Petersdom, vielleicht ein bisschen schwächer. Konfustrahl, sehr effektiv. Ich hatte übrigens noch nie einen Bronzong im Team, die Entwicklung von Bronze. Das könnte daher sehr interessant werden. Okay, Zubat ist erledigt. Erfahrungspunkte für Petersdom. So, ich glaube, ich überspringe jetzt die ganzen Kämpfe, die jetzt kommen. Schade, dass ich keine Speed-Taste habe. Ansonsten würde ich dieses Kämpfe jetzt überspringen. Zumindest dir nichts einfach mal richtig speeden. Na, ja, warum kann ich nicht fliehen? Ah. Meine Alodri, lass mich bitte fliehen! Wie kannst du Blut von einem Metallgegenstand absaugen? Das macht keinen Sinn!
Und wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen. Alter, lass mich fliehen. Sei nicht so gemein. Lass mich fliehen. Mann! Mann, dieses Zubat geht mir richtig auf den Piss gerade. Okay, ich gebe dir noch eine Chance. Lass mich fliehen, ansonsten stirbst du. Danke. Boah, das hat mich jetzt aber genervt. Verdammt nochmal. Noch ein Zubat. Okay, lass mich fliehen. Arschloch. Gut, ich gebe dir noch eine Chance. Lass mich fliehen. Danke. So, okay, was ich sagen wollte, diese Stellen befinden sich hier. Da oben sieht man es schon. Ja, im nächsten Part schauen wir uns an, was diese Stellen... Moment. Okay, jetzt kein Zubat dieses Mal. Ein Kleinstein. Lass mich fliehen! Arschloch. Du sollst mich fliehen lassen. Muss ich nochmal erwähnen, oder? Lass mich fliehen. Lass mich fliehen! Ist mir egal, ob du dich einigelst. Ich will das nicht sehen. Jetzt lass mich fliehen. Mann! Jetzt lehnt er sich ein. Jetzt lehnt er sich ein. Ja, nein, ich meine, jetzt tut er sich im Leben. Das interessiert mich nicht, was du da machst. Komm, lass mich fliehen, danke. So, also im nächsten Part schauen wir uns an, was wie man hier vorbeikommt. Ne? Da sind nämlich so Passagen, die wir nur mit einem Rad passieren können. Und das schauen wir uns im nächsten Part an. Also dann, bis zum nächsten Part. War ein bisschen länger dieser Part, gebe ich zu, aber ich glaube, das schadet auch nicht. Also dann, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer EhrenKLP. Ciao. Boah, diese verdammten Kleinsteins und sowas. Eklig. Widerlich. Bäh. Pfui. Ich hasse diese Viecher. Nerven einen immer, wenn man in einer Höhle ist. Naja, egal. Bäh.